Hallo und herzlich willkommen auf All Wheels Outside. Für uns geht es jetzt in den Norden Tunesiens. Wir starten in El Cem und fahren zunächst nach Hergla. Hergla liegt zwischen Hammamet und Sus, unmittelbar am Meer. Ihr erinnert euch vielleicht, hier in Hergla haben wir vor ziemlich genau einem Monat Matthias kennengelernt, den wir nun besuchen wollen. Kurz vor Hergla verlassen wir die Straße und fahren an der Küste entlang. Dann geht es zum Tanken dahin, wo wir die Reifenpanne hatten. Die Adresse finden wir dann recht leicht. Matthias zeigt uns seine Stadt, wir lernen seinen Nachbarn Clemens kennen und verbringen drei wirklich nette Tage miteinander. Wir gehen noch ein letztes Mal für dieses Jahr schwimmen und bekommen von Matthias wertvolle Tipps für unsere weitere Reise. Für unsere Fahrt in den Norden nutzen wir die Autobahn. Die kostet hier in Tunesien nur relativ wenig Maut. Bezahlt wird irgendwie für Streckenabschnitte an den Mautstationen unterwegs. Hier sind wir schon wieder nördlich Tunis, haben die Autobahn verlassen und fahren gerade durch Ausia. Und hier sind wir schon kurz vor unserem Ziel und fahren durch Jar El Mel. Jar El Mel wurde durch die Phönizier als Rusukmona gegründet. Es gelangte unter den Einfluss der Karthager, fiel jedoch im 2. Jahrhundert vor Christus an das Römische Reich. Nach dem Tunisfeldzug kam der dann nun auch Port Farina genannte Ort unter die spanische Kontrolle, bis Tunis durch die Osmanen erobert wurde. Der Hafen Port Farina wurde vom englischen Admiral Sir Robert Blake 1655 zerstört. Das Osmanische Reich errichtete 1659 das Bjar el Lutani als Festung. Bis ins 19. Jahrhundert blieb der Ort ein wichtiger Stützpunkt für die algerischen und tunesischen Korsaren. Im 19. Jahrhundert versuchte man den Hafen in einen Handelshafen umzuwandeln, aber der Hafen versandete zusehends. Ein Versuch der französischen Besatzung, den Zugang zum Hafen von Porto Farina erneut auszubaggern, scheiterte. Die Bedeutung von Jar El Mel nahm deutlich ab. Wir haben das Ziel für heute erreicht, die Landzunge Kap Farina. Das Kap bildet das nördliche Ende des Golf von Tunis. Kurz nach Jar El Mel erreicht man den Strand Sidi Ali El Mekki. Dieser ist im Sommer an den Wochenenden voller Menschen. Da wir Anfang November hier eintreffen, dachten wir, sind wir hier ziemlich allein. Aber nach der relativ späten Polizeikontrolle wurden wir heute Morgen durch das Gewusel am Strand schon wieder relativ früh wach. Hier findet heute ein Strandlauf statt.
Es hat die ganze Nacht geregnet. Wir stehen mitten in einer Pfütze. Und als wir wegfahren wollen, stellten wir dann auch noch fest, dass wir einen Blattfuß haben. Zum Glück stellte sich heraus, dass nur das Ventil etwas gehangen hat und der Reifen nicht beschädigt ist. Wir spazieren noch etwas durch Jar El Mel und sehen uns die Hafenanlagen an. Die nächste Nacht wollten wir uns irgendwo zwischen Sonin und Raff Raff an die Küste stellen. Auf der Fahrt dahin fängt es wieder an zu regnen. In Sonin finden wir keinen wirklich schönen Platz. Wir können zwar direkt bis ans Wasser fahren, aber die Bebauung geht hier auch bis an den Strand. Zum Regen kommt hier noch kräftiger Wind hinzu. Und der Wetterbericht sagt, dass mit Sturm zu rechnen ist. Unter diesen Voraussetzungen wollen wir lieber nicht hier direkt an der Küste stehen bleiben. Da wir bei dem Wetter auch nicht großartig spazieren gehen wollen, haben wir noch einige Zeit, um weiter ins Landesinnere zu fahren. Wir schlängeln uns also durch die engen Gassen von Sunin und fahren bis zu einem See kurz vor El Alia. Am nächsten Morgen ging es dann gleich weiter zum Park Ischgl. Dass es im Norden Tunesiens so grün aussieht, damit hatten wir nicht gerechnet. Wir haben fast den Eindruck, wir sind wieder irgendwo in Europa, vielleicht irgendwo im Norden von Italien unterwegs. Ischgl ist ein Nationalpark im Norden Tunesiens, ca. 25 Kilometer südwestlich der Stadt Bizerte und steht in der Liste des Weltnaturerbe der UNESCO. Der Ischgl-See und sein Feuchtgebiet sind wichtige Haltepunkte der Vogelfluglinie. Hunderttausende in Tunesien über das Mittelmeer eintreffende Vögel finden hier Schutz. Und wir wollten hinter dieser Hügelkette Schutz vor dem Sturm finden. Der Park darf von Besuchern leider nicht betreten werden. Obwohl wir den Eindruck hatten, dass die Wache, mit der wir kurz sprachen, uns gegen einen kleinen Obolus sicher reingelassen hätte. Doch das wollten wir dann auch nicht. Wir blieben hier an der kleinen Schule direkt neben einem Kiosk für 2 Tage stehen. Ab und an holten wir uns an dem Kiosk einen Kaffee, kamen aber leider aufgrund der Sprachbarriere nicht groß mit der Bevölkerung in Kontakt. Der Platz war genau richtig gewählt. Sonne und Regen wechselten sich ab. Aber von dem Wind bekamen wir geschützt durch die Hügelkette nicht viel ab. In Meteur wollten wir Gas tanken. Nicht, dass wir das unbedingt bräuchten.
Aber hier in Tunesien soll LPG wesentlich günstiger sein wie in Europa. Doch man sagte uns, Gas ist hier ganz schlecht zu bekommen, höchstens in der Hauptstadt Tunis. Aber alle anderen Vorräte konnten wir hier auffüllen. Gemüse gab es bei einem Straßenhändler direkt gegenüber von einem Lebensmittelladen. Wir nähern uns Kap Sarat, ein wirklich schönes Fleckchen Erde mit einem traumhaften Strand, den bestimmt nicht jeder Tunesien-Urlauber auf dem Schirm hat. Doch bei unserem Besuch will der Wettergott wohl nicht mehr mitspielen. Es ist immer noch stürmisch und regnet immer wieder. Hier hätten wir den Weg rechts nehmen sollen, der um die Brücke rumführt. Aber sie hat uns ausgehalten. Auf dem Rückweg fahren wir halt drumherum. Das Restaurant Le Pirat wurde uns von Matthias empfohlen. Hier melden wir uns für abends zum Essen an. Wir sind die einzigen Gäste. Ich denke, das liegt am Wetter und der Jahreszeit. Und bis zum Essen sehen wir uns erstmal etwas die Gegend an. Morgen wollen wir uns einen Weg nach da hinten in den Sandstrand suchen und abseits des Ortes noch einen Tag verbringen. Dann wollen wir uns noch ein paar Orte hier im Nordwesten Tunesiens ansehen, die Matthias uns empfohlen hat. Wir haben jetzt noch eine Woche, bis die geplante Fähre nach Sizilien geht. Doch dann kommt alles anders. Als wir vor zum Restaurant fahren wollen, um Wasser zu tanken, nimmt der Duro keine Fahrstufe an. Einmal Motor stoppen und neu starten hilft. Nach dem Wassertanken das gleiche, der Duro nimmt keine Fahrstufe an. Ein paar Mal hin und her probieren und D lässt sich auswählen. Wir fahren erstmal aus dem Ort raus und halten erneut, um zu sehen, wie das Fahrzeug reagiert. Beim Fahren stellen wir fest, das Getriebe ist im Notprogramm. Nur der dritte Gang ist möglich. Aufgrund des starken Windes der letzten Tage in Kombination mit dem Salzwasser vermute ich ein Feuchtigkeitsproblem. Wir lösen einmal alle Stecker am Getriebe, gucken die durch, schließen sie neu an, aber das bringt keinen Erfolg. Der Duro nimmt keine Fahrstufe mehr an. Mit einem Trick, unmittelbar nach Start des Motors, die Fahrstufe D auszuwählen, bevor die Kontrolllampe einen Fehler anzeigt, nimmt er die Fahrstufe an. Allerdings Notprogramm, nur dritter Gang. So ist kein vernünftiges Fahren möglich. Wir können ca. 45-50 km/h maximal fahren. Hier auf dem Land wollen wir jetzt nicht das Basteln am Getriebe anfangen. Wir entschließen uns also, hier die Tour erstmal abzubrechen und zurück nach Tunis zu fahren. Da würde uns wahrscheinlich am ehesten geholfen. Wenn wir dann aber Teile brauchen, könnte es sein, dass wir unsere Fähre nicht mehr erreichen. Also wollen wir prüfen, ob wir die Tickets nicht umbuchen können und eventuell schon früher nach Europa kommen. Ich hoffe, dass nichts Größeres am Getriebe ist und mutmaße, es könnte auch der NSBU-Schalter sein. Da habe ich ja noch einen gebrauchten dabei. Aber jetzt fahren wir besser erstmal nach Tunis, bevor wir hier irgendwas anfangen. Ich habe dann auch nichts mehr aufgenommen, deswegen seht ihr hier immer noch Bilder von Kap Sarat. Beim Tanken unterwegs haben wir nochmal versucht, LPG zu bekommen. Die Tankstelle hätte grundsätzlich welches, war aber leider ausverkauft. Abends in La Colette sind wir dann gleich zu den Fährbüros. Wir hatten ja Grimaldi Line nach Palermo gebucht. Grundsätzlich hätte ich die Möglichkeit, die Fähre umzubuchen, aber ein früherer Termin ist leider nicht möglich, da alle Plätze ausverkauft sind. Dazu kommt, dass Grimaldi Line nicht nach Genua fährt. Was wir aber bevorzugen würden, um jetzt erstmal so dicht wie möglich an die Heimat zu kommen. Um 21.58 Uhr erfahren wir bei GNV, dass wir noch einen Platz auf der Mitternachtsfähre bekommen können. Wir wollen zuschlagen, doch dann scheitert es an der Bezahlung. Die nehmen keine Kreditkarte. Die 15 Minuten, die ich brauchen würde, um Geld aus dem Duro zu holen, waren dem Mann zu lang. Er schloss also die Tür.
Gleich morgens versuchen wir es nochmal bei CDN. Dort bekommen wir einen Platz für die 12 Uhr Fähre. Also wird nichts mehr geschraubt. Wir hoffen, dass der Duro noch anständig auf die Fähre drauf und wieder runter fährt. Und dann sind wir wenigstens erstmal in Europa. Zur Not kann uns da der ADAC weiterhelfen. Das ist geschafft. Der ganze Check-in war dann auch nochmal so richtig nervig. Bianca geht es heute gar nicht so gut. Sie verbringt die ganze Überfahrt im Bett. Aber jetzt sind wir wenigstens erstmal in Europa. In Tunesien wäre in einer Woche die Kfz-Versicherung ausgelaufen. Genua begrüßt uns mit Sonnenschein. Und der Duro fährt ohne größere Probleme von der Fähre. Die Abfertigung hier dauert nur Minuten. Wir werden einfach durchgewunken. Nun brauchen wir einen ruhigen Platz, um uns die Getriebeprobleme nochmal ganz in Ruhe anzusehen. Autobahn wollen wir im Notbetrieb nicht fahren und ohne Autobahn ist es gar nicht so einfach in der Gewichtsklasse hier aus Genua rauszukommen. Dafür können wir im dritten Gang hier ganz gut mit dem Verkehr mitschwimmen. Wir fahren noch ca. 16 Kilometer bis Prelo. Dort fragen wir bei einem Lebensmittelladen, ob wir über Nacht auf dem Parkplatz stehen dürfen und schildern ihm unsere Probleme. Der Besitzer hat nichts dagegen und bringt uns in seiner Mittagspause sogar noch Spaghetti, Pesto und eine Panettone. Wir sind wieder mal überwältigt von der Gastfreundschaft. Ich klemme die Fahrzeugbatterie ab und hoffe, wenn die Steuergeräte über Nacht ohne Strom sind, dass sich das Problem bis morgen früh vielleicht von alleine erledigt und wir hoffentlich kein mechanisches Problem haben. Abends haben wir dann noch eine Allison-Vertragswerkstatt in Tortona recherchiert. Wenigstens bis dahin wollen wir am nächsten Morgen fahren. Das sind ca. 60 Kilometer. Nachdem ich die Batterie wieder angeklemmt habe, haben wir ein etwas anderes Fehlerbild. Nur die rote Getriebelampe leuchtet. Bei der Fahrt stellen wir dann fest, das Getriebe scheint normal zu schalten. Wir hoffen, dass die in der Werkstatt dann nur einen Fehler löschen müssen und alles wieder in Ordnung ist. Natürlich ist am Sonntag niemand in der Werkstatt und wir warten hier auf dem Hof einfach, bis die morgen früh aufmachen. Ich nutze die Zeit, um einfach nochmal allgemein alles am Fahrzeug anzugucken, Stecker, Verbinder, Platinen, vielleicht ist ja doch noch ein Fehler zu finden. Obwohl bei Allison gelistet, will am Montag sich aber niemand von der Werkstatt das Fahrzeug angucken. Man würde sich damit nicht auskennen. Das finde ich dann schon doof, dass da nicht mal kurz wenigstens ein Blick drauf geworfen wird. Das Getriebe ist doch dasselbe. Egal, ob es nun in einem Dodge, in einem Jeep oder sonst wo eingebaut ist. Wir fahren also weiter nach Norden. Wir wollen nach Aalbruck am Bodensee, zu ESB. Da der Duro ja wieder schaltet, können wir wenigstens über die Autobahn durch die Schweiz fahren. Ohne Autobahn würde das jetzt sicher schwierig werden. Da es auf dem Weg liegt, besuchen wir noch Oskar und Michelle und stellen uns darauf ein, Weihnachten zu Hause zu sein. Eigentlich wollten wir ja erst im Februar zurückkommen. Bis Aarau lief dann alles gut. Wir verbrachten einen schönen Abend mit Michelle und Oskar. Aber dann auf dem Weg nach Aalbruck zu Andreas Bauer muckte das Getriebe wieder rum. Wir waren erneut wieder im Notprogramm. Nachdem Andreas den Fehler auf die Schnelle auch nicht lokalisieren konnte, baute ich abends dann den gebrauchten NSBU-Schalter ein, den ich ja dabei hatte. Das schien es dann gewesen zu sein. Der Duro lief wieder. Um sicher zu gehen und uns nicht so weit von der Werkstatt zu entfernen, beschlossen wir nochmal in die Schweiz zu fahren und Doro und Eberhard zu besuchen. Auch hier verbrachten wir einen netten Abend zusammen und waren happy, dass der Duro wieder läuft. Doch dann hebelte es uns aus. Bianca bekam morgens schon Fieber und bei mir kam es im Laufe des Tages. Auf halbem Weg nach Hause, bei feuchtem Berg, ging nichts mehr. Wir waren total platt und mussten erstmal 2 Tage auf dem Wohnmobilstellplatz stehen bleiben. Wir vermuteten eine Grippe. Was wir da noch nicht wussten, ist, dass uns Corona erwischt hat. Und damit ist unsere Reise nach ca. einem Dreivierteljahr zu Ende. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, uns bei YouTube zu begleiten. Wenn ihr nicht alle Teile unserer kleinen Serie gesehen habt, dann könnt ihr das ja jetzt noch nachholen.